Hey Leute, willkommen zurück. Mein Name ist Coach und wir spielen Mass Effect. Wir befinden uns auf unserem Schiff, denn wir haben gerade Wohl verlassen und ich glaube, der ein oder andere hat ein bisschen Redebedarf und den kommen wir jetzt mal nach. Fangen wir mal hier bei unseren Das Handbuch Piloten. des Schiffs ist echt nützlich. Endlich steht meine Werkbank wieder gerade. Wenn Sie es auch mal lesen würden, wüssten Sie, dass die Tempest ein Füllhorn neuer Tech ist. Sie können nicht einfach... Ich habe dieses Schiff in Rekordzeit startklar gemacht, Kello. Ich beherrsche meinen Job. Und Sie haben nicht den geringsten Respekt vor dem Job anderer Leute. Callow? Oh, Ryder. Tut mir leid, dass Sie das mit anhören mussten. Okay, der hat nicht so viel Bedarf. Und ihr? Mit der können wir mal ein bisschen flirten. Mal gucken, was zwischen den beiden noch geht. Die Entdeckung Ayers war genau das, was wir gebraucht haben, Ryder. Die angaranischen Wissenschaftler haben ihre Kenntnisse so freigebig mit uns geteilt. Es war einfach unglaublich. Ja, zumindest eine unserer Erstkontaktsituationen ist gut verlaufen. Richtig. Die Cat. Habitat 7. Ich bin dankbar dafür, dass die Angara das Risiko einer Zusammenarbeit mit uns eingegangen sind. Ich fürchte nur, nicht alle von ihnen sind derart freundlich. Einige schenken einem schnell ihr Vertrauen. Bei anderen muss man es sich verdienen. Ich bin davon überzeugt, dass wir es schaffen werden. Ich sollte mich wieder an die Arbeit machen. Aber natürlich. Nebenbei können wir noch mal scannen. Denn ich glaube, es gab so eine Mission, hier war noch ein bisschen Gewicht, also Luftschleuse war es nicht. Und vielleicht finden wir das auch noch nebenbei. Nichts da. Hier wird nicht gelinst. Ich gebe meinem persönlichen Projekt gerade den letzten Schliff. Sagten Sie nicht, es sei auf der Nexus? Ist es auch. Ich vervollkomme hier nur die letzte Komponente. Oder genauer gesagt, ich versuche es. Verschiedene Crewmitglieder haben mir ihre Hilfe angeboten und ich habe jedes Mal höflich abgelehnt und sie nach draußen begleitet. Also danke, dass Sie dieses bedeutende Stück Reltec geborgen haben, aber hören Sie bitte auf rumzuschnüffeln. Na schön, wenn es unbedingt eine Überraschung sein soll. Sie werden es nicht bereuen. Soll ich die anderen bitten, Sie in Ruhe zu lassen? Nein, nein, das schaffe ich schon. Solange Sie nicht versuchen, meine besten Freunde zu werden, ist alles klar. Und es freut mich, dass jemand, dem die ganze Galaxie offen steht, einem Mädchen trotzdem seinen Freiraum lässt. Ich denke, man kann guten Gewissens sagen, dass Sie absolut einzigartig sind. Sie haben bisher nur an der Oberfläche gekratzt. Stimmt, aber ich habe eine lebhafte Fantasie. Und ich freue mich darauf, mehr zu erfahren. Aber keine Ablenkungen mehr. Wenn Sie das nächste Mal auf der Nexus sind, wird mein Projekt abgeschlossen sein. Kommen Sie vorbei, dann zeige ich es Ihnen. Jetzt muss ich Sie allerdings bitten, mich wieder meiner Arbeit zu überlassen. Ich habe keinen Anruf, ich darf hinter. Okay. Na, hier ist es auch nichts. Also suchen wir weiter. So, hier geht's runter. Wir gucken nach da hinten. Da ist die. Ich glaube, Doktorin. Keine Ahnung, wer der andere ist. Sie hätten das sehen müssen. Ein perfekter Drift. Sie wissen schon, dass unser Reifenvorrat begrenzt ist, oder? Das gilt auch für Gliedmaßen und Leben. Okay. Kann ich Ihnen helfen? Nein, das brauchen wir Dann nicht. Dann will ich Sie mal nicht länger stören. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. War überhaupt nicht peinlich. Gut, kleiner Moment, hier war der Euro noch. Ah, das hier. Ich glaube, wir können noch ein paar auftauen. Wie viel eigentlich? Haben wir das schon? Ach so. Ich kann es vergessen. Ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt erreicht haben. Auf jeden Fall. Was? Dauert nur eine Dreiviertelstunde. Ich habe das... Geführt vor Tagen, das war aufgesammelt. 4 Punkte haben wir verfügbar. Was haben wir denn gemacht? Wir haben Verteidigungsposten, Handelsposten und. Na komm. Ich weiß gar nicht, ob es da wie viele gibt. Wissenschaft, das haben wir dann. Okay, schön. Gucken wir mal, was beim Handel rausgibt. Ja, was es halt hier gibt. Können wir auch gebrauchen. Schön, wie viel haben wir eigentlich jetzt? Weiß ich gar nicht. Egal.
So. Was haben wir hier? Forschung. Müssen wir auch mal ein bisschen sammeln. Wir haben gerade versucht zu reden, kam nichts bei rum. Und ich habe irgendwann auch eine Mission gestartet. Ich weiß gar nicht, ob da irgendwas passiert ist. Nein, das funktioniert auch nicht. Okay, schade. Das ist unser Mechaniker. Die Angara waren total neugierig auf das Schiff. Ein paar von ihnen waren sogar so dreist, mir Fragen zu stellen. Was halten Sie von ihnen? Sie kennen sich aus und sind ziemlich clever. Sie werden gute Verbündete abgeben. Okay, raus mit der Sprache. Was läuft da zwischen Ihnen und Callow? Muss ich mir etwas Sorgen machen? Ah, na schön. Bevor ich mich schlagen lasse, wir sind einfach komplett gegensätzlich. Er ist der absolute Planer, ich bin eher ein Macher. Er hat Tinte an den Fingern, während ich gerne bis zu den Ellbogen in Schmierfett stecke. Ohne mich als Gegenpol zu ihm hätten sie ein echtes Problem. Scheiße, vielleicht gilt das sogar auch andersrum. Es war schön, mit Ihnen zu reden, Gil. Jederzeit wieder. Das war total toll. War eigentlich gerade noch jemand? Ach, da hinten. Das hier wird ein Höllentrip. Feinde, zerstörte Welten, keine Heimat weit und breit. Alle sind total angespannt. Gestern gab es einen zweistündigen Streit und niemand wusste, wie er angefangen hat. Das ist nicht gut. Zum Glück weiß ich, wie man die Leute auf andere Gedanken bringt. Mit einem Filmabend. Bei einem guten Film entspannen? Das könnte mir gefallen. Er muss noch nicht mal gut sein. Sogar die Schlechten erfüllen ihren Zweck. Es kann nicht schaden, dem Pioniergeist der Leute auf die Sprünge zu helfen. Die Datenbank der Tempest gibt nicht viel her. Könnten Sie eine Filmbibliothek von Nexus Ops runterladen? Damit ich weiß, womit ich arbeiten kann. Wenn ich Zeit habe. Danke, das wird den Leuten gefallen. Mal schauen, ob denen das gefallen wird. Okay, aber können gerne mitmachen. Gibt bestimmt auch noch irgendwas zu einsammeln. Ich bereite die Mikron-Kommunikation vor. Haben wir das schon mal gemacht? Nein, noch nicht. Commander? Ach, da ist er. Pathfinder, Jarl hat mich über ihre Abenteuer auf dem Laufenden gehalten. Über die guten Taten, die sie für uns vollbracht haben. Das habe ich gerne getan. Ich will ihnen beweisen, dass sie mir vertrauen können. Sie haben Shabbat Garn gerettet. Sein Verlust wäre ein schwerer Schlag für den Widerstand gewesen. Aber ihr wahres Ziel ist klar. Sie wollen in Ayas Gewölbe. Jarl sagt, sie möchten uns helfen, die Moschei zu finden. Warum sollte ich das zulassen? Tja, mein persönliches Motto lautet ja auch, ich schaff das. Sie sind dreist und ein bisschen arrogant, wie ich. Trotzdem will ich mir noch kein Urteil bilden. Es ist uns gelungen, die Moschei aufzuspüren. Sie ist in einer speziellen Kletteinrichtung auf Boot. Speziell? Inwiefern? Diese Einrichtungen werden von einer dynamischen Schildtech geschützt, die wir bislang noch nicht knacken konnten. Wir stehen kurz davor, aber unsere Prozessoren sind nicht schnell genug, um mit ihrer Fähigkeit zur Anpassung mitzuhalten. Pathfinder, wir könnten meinen Prozessor zu Ihrem Programm hinzufügen. Das würde zweifellos einen erheblichen Unterschied machen. Ich kann Ihnen helfen, Ephra. Und bei allem Respekt. Dieses Mal brauchen Sie meine Hilfe. Bei allem Respekt. Die Angara brauchen überhaupt nichts von Ihnen. Wir kommen hervorragend alleine klar. Ich kann nicht garantieren, dass Sie den Schild ohne die Rechenleistung meiner KI durchbrechen können. Ihrer KI? Natürlich. Das ergibt Sinn. Sie ist körperlich mit mir verbunden, also muss ich, na schön, möchte ich mitkommen. Es war ein Risiko, mir gegenüber hinsichtlich Ihrer KI aufrichtig zu sein. Und diese Aufrichtigkeit unterscheidet Sie von den Cat. Das hoffe ich doch. Sie dürfen an der Mission teilnehmen. Ich danke Ihnen. Ein Team wird sich mit Ihnen bei unserem Stützpunkt auf Bohr treffen und Sie zu der Kette-Einrichtung bringen. Ich wünsche Ihnen Stärke und Erfolg. Okay, müssen wir wieder zurück. Na gut. Ach, der ist wieder verschwunden. Okay, dann gucken wir mal weiter, was es noch so gibt. Wie wir noch so finden. Hier geht es, keine Ahnung wohin. Ach so, hier geht's dahin. Mal kurz gucken. Maschinenraum dürfte eigentlich keiner sein. Zimmer, okay? Hier ist Phoebe, übrigens. Hab
habe gerade überlegt, wer das war. Aber schön, dass sie es gesagt hat. Ich hätte es nicht so schnell gefunden. Aufzug hoch und wir springen runter. Beziehungsweise fahren runter und gucken mal, was unten noch so zu entdecken gibt, wie wir noch alles finden zum Erzählen. Hier müsste. Okay, hier ist niemand. Oh, irgendwas ist hier. Stimmt, das haben wir ganz vergessen gerade. Irgendwas ist hier. Ah. Ich hab's. Suvi, das zusätzliche Gewicht ist hinter dem Lagerraum-Shot. Dahinter? Ja, es sieht aus wie ein Fertigungs-Mech, der mit dem Rumpf verschweißt wurde. Durch den Scan der Teile wurde ein Audiolog aktiviert. Ich denke, ich weiß, was hier los ist, Ryder. Könnten Sie auf die Brücke kommen? Na klar. Machen wir gleich. Aber wir gucken uns erst noch hier unten um, aber der war eigentlich auch draußen, deswegen sollte hier auch nichts zu sehen sein. Alte Couch. Und ja, hier ist unser kleines Gefährt. Was ist das da hinten? Ist das der große Stein? Irgendein Modul. Wann haben wir das gefunden? Egal. Da geht's wieder hoch. Wir wollen aber hier rein. Und zwar. Krankenstation. Hier ist niemand. Alle sind gesund und munter. Was war das? Oh nein. Okay, wir möchten erstmal nicht zurücksetzen. Deswegen lassen wir das Ganze so, wie es ist. Und geben uns damit zufrieden. Ich hoffe, dass es richtig war. Es gab eine Zeit, da hatte Sid Angst vor dem Weltraum. Wir sind viel gereist. Und eines Tages wurde ihr plötzlich... klar, dass außerhalb der Shuttle-Wände nichts war. Mit Aja haben die Angara echt ein nettes, kleines Paradies gefunden. Ich hätte nichts dagegen, es nochmal wiederzusehen. Ich auch nicht. Und vielleicht erschaffen wir uns ja eines Tages selbst so einen Ort. Wer weiß. Vielleicht geben sie uns ja ein paar Tipps, wenn wir ihre Moschei retten. Wir können uns später weiter unterhalten. Klar. Ich habe mich auf tiefgründige Gespräche gefreut, aber die wollen alle nicht ganz so viel reden. Was kann ich für Sie tun, Pathfinder? Nix. Sie haben bestimmt viel zu tun. Wir können uns ja später weiter unterhalten. Gerne. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Da freut sie sich. Sehr schön. Okay, was haben wir hier? Hier drüben sollte... Wer sollte denn drüben sein? Niemand ist da drüben, deswegen ist das hier leer. Gucken wir noch kurz hier hin. Und zwar zum Terminal, ob wir da irgendwas finden. Poker, okay. Richtig, wo ist die eigentlich? Ach, wo sieht denn das eigentlich hin? Öffne die Tür. Geh auf. Okay, haben wir auf jeden Fall. Oh, ich komme nicht mehr raus. Ich muss jetzt drinnen bleiben. Für ewig und immer. Sehr schön. Okay, versuchen wir es jetzt nochmal. Ah, sie geht wieder auf. Wo ist eigentlich unsere... hier die... Menschen? Na, hier waren wir da auch schon. Das ist weg. Wo ist sie? Haben wir die verloren? Da kommen wir wieder hoch, aber unten ist auch nirgendwo rein.
Luftschleuse, ist da was? Schon wieder? Okay, ich leihe Ihnen 30, wenn ich Sie morgen zurückbekomme. Abgemacht. Danke, Suvi. Irgendwann finde ich schon noch raus, wieso Sie ständig pleite sind. Wie geht's? Ach, nix. Ich sollte mich wieder an die Arbeit machen. Aber ne... Ja, da freut sie sich. Zu Ihnen wollten wir eigentlich, denn er hat noch Redebedarf. Jetzt auf einmal. Diese verschweißten Teile, die Sie im Lagerraum gefunden haben, ich weiß, woher sie stammen. Okay. Sie gehörten Lucille Diawara, der Chefdesignerin des Schiffes. Sie hat sich während des Baus das Rückgrat gebrochen. Aber Lucille wollte ihr Schiff nicht im Stich lassen, also hat sie sich aus einem Fertigungsmeck einen Anzug gebaut, den sie tragen konnte. Sie muss ihn mit dem Rumpf verschweißt haben, als eine Art Signatur. Nicht einmal ein gebrochenes Rückgrat konnte sie von ihrem Traum abbringen. Sam, hast du bei Lucilles Anzug nicht ein Audiolog gefunden? Kannst du es abspielen? Ein Sam hat also meine Fertigungsausrüstung gefunden. Gut gemacht. Das heißt, die Tempest gehört jetzt einem Pathfinder. Mason Barrow, Seven Raker, Matriarchin Ishara, Alec Ryder. Sie waren die Besten von uns. Das sagt sie nur, weil sie mich nie kennengelernt hat. Passen Sie gut auf mein Schiff und einander auf. Was auch immer Sie in Andromeda erwartet. Sie verkörpern die Milchstraße. Wir sind aus solchem Stoff, wie Träume sind. Und unser kleines Leben ist von einem Schlaf umringt. Ich hätte nie gedacht, dass ich Lucilles Stimme nochmal hören würde. Die Pathfinder lagen ihr wirklich am Herzen. So sehr, dass sie ihnen ihren Anzug mitgegeben hat. Als eine Art Glücksbringer? Lucille hat ihn zu einem Teil der Tempest gemacht. Sorgen wir dafür, dass es so bleibt. Ich kümmere mich darum, Ryder. Okay, zurück an die Arbeit. Machen wir sie stolz. Okay. Schön. Haben wir da einen neuen Anzug bekommen. Und jetzt wollen wir mit ihr reden. Aya ist ein Wunder-Rider und die Angara sind so faszinierend. Ich hoffe, wir kommen nochmal zurück. Ich will forschen und erkunden und wer weiß, was noch alles. Tun Sie nur nichts, was den diplomatischen Beziehungen schaden könnte, okay? Bitte? Wie wär's mal mit ein klein wenig Vertrauen? Ich mag es, wenn Sie mit mir flirten. Hören Sie bitte nie damit auf. Was? Ich habe mit Ihnen geflirtet? Nur keine Sorge, Ryder. Ich bin ziemlich hartnäckig und es entspannt mich. Danke für das Gespräch. Wir unterhalten uns ein andermal. Darauf können Sie wetten. Hat sich auch nicht gelohnt. Eigentlich hätten wir uns auch sparen können. Nein, aber wo ist denn jetzt unsere Cora? Da ist sie nicht. Musste ich hier nach rechts gucken? Ach, hier ist auch noch was. Haben Sie schon die Neuigkeiten von Eos gehört? Einige Asari haben im Außenposten Zuflucht gesucht. Nicht sonderlich viele, aber immerhin. Bradley zufolge ist unter ihnen auch eine verantwortliche Offizierin namens Hedaria. Sie weiß vielleicht, wo die Arche ist. Dann sollten wir uns auf den Weg nach Eos machen und es rausfinden. Gut. Gerüchten zufolge ist auch Sarissa Theris auf der Arche der Asari. Sie ist genau die Frau, die wir brauchen. Wer ist sie? Vermutlich die beste Strategin unter den Elite-Soldatinnen, die es gibt. Ihre biotischen Schilde haben in der Schlacht um Kerkis Hunderten das Leben gerettet. Allem Anschein nach arbeitet Sarissa als Leibwächterin des Asari Pathfinders. Und wahrscheinlich hat sie schon einen Plan, um alles wieder ins Lot zu bringen. Kann es sein, dass Sie ein Fan von ihr sind? Nein, ich mag einfach... Hören Sie, wir brauchen jemanden mit Ihrer Erfahrung. Das ist alles. Jemand mit so viel Erfahrung ist mir immer willkommen. Das heißt, wir haben noch einen weiteren Grund, die Arche zu finden. Wenn Sie bereit sind, sich auf die Suche zu machen, sollten wir in Prodromus mit Hedaria reden. Und dabei würde ich Sie gerne begleiten. Na klar, kann sie gerne machen. So, hier gibt's nichts weiter. Nachdem wir sie jetzt gefunden haben, zum Glück haben sie jetzt gefunden, weil sonst wäre es umsonst gewesen, vorher mit ihr zu reden. Also, Joel. Also? Wir hatten noch keine Gelegenheit zu einem Gespräch unter vier Augen. Fühlen Sie sich hier wohl? Ich habe es mir genommen. Es wäre zu ungewohnt gewesen, bei den anderen zu bleiben.
Das sind Aliens. Und sie auch. Auf meinem Schiff denkt keiner so. Wir sind ein Team. Ich sprach von meinem Unwohlsein angesichts der Unterbringung, nicht von irgendwelchen Vorurteilen. Ich bin auch ein Alien. Wir sind alle Fremde. Und wenn wir alle Aliens sind, geht es vielleicht vielmehr darum, was für eine Art von Alien wir sind. Sie wussten nichts über uns und trotzdem haben sie uns ihre Hilfe angeboten. Vielleicht hatte das gar nichts mit Ihnen zu tun. Ist das alles? Ich habe bewiesen, dass Sie mir vertrauen können und ich hatte gehofft, Sie würden sich jetzt ein wenig öffnen. Es gibt da gewisse Unzufriedenheiten, die ich gerne hinter mir lassen würde. Sie sind ziemlich persönlich. Woher kennen Sie Moshai Sefer? Sie ist unsere größte Expertin, was die Relikte angeht. Ich war ihr Schüler. Sie haben die Relikte auch studiert? Ein wenig. Ich war sehr schlecht. Hab hingeschmissen. Oder sie hat mich rausgeworfen. Eins von beiden. Wir stehen uns immer noch sehr nah. Und ist das Ihr Gewehr? Jetzt schon. Es ist von den Cat. Mit Modifikationen von mir. Ich bastle gerne. Wenn ich was in die Finger kriege, nehme ich es auseinander. Diese Fähigkeit können wir gebrauchen. Aber ich habe eine Bitte. Nehmen Sie mein Schiff nicht auseinander. Sie haben recht. Ich mache das hier freiwillig. Es ist aufregend. Dauert ein bisschen, etwas ja. An Ihnen ist einzigartig. Unruhig, ungeschliffen, aber irgendwie hintergründig. Das klingt für mich wie ein Kompliment. Und ein schönes noch dazu. Ist es auch. Angara sind sehr emotional. Es fällt uns schwerer, Gefühle zu verbergen, als sie zu zeigen. Ich sollte zurück an meine Arbeit gehen. Wenn wir mal etwas Zeit haben, würde ich Ihnen gerne bei der Arbeit zusehen. Natürlich. Ich kann es allen zeigen. Nein. Nur wir beide. Damit wir uns besser kennenlernen. Oder einfach nur ein Hobby teilen. Ach, natürlich. Gut. Gut. Schön. Haben wir noch was? Waren wir hier schon mal? Nein, ich glaube, wir waren hier noch nie. Okay, haben wir so weit mit einem geredet, gab es nicht so viel. Ich dachte, das Ganze kommt länger und deswegen können wir vielleicht noch mal ein bisschen forschen, denn das haben wir ein bisschen außer Acht gelassen. Entwicklung, was haben wir denn alles? Ach, jetzt haben wir hier sowas. Oh, da gibt es auch ganz schön viel. Hier gibt es, Waffen. Rüstung und Fahrzeug. Was haben wir denn da alles? Was können wir jetzt machen? Schildkraft und Rahmen. Okay, Schild nicht unbedingt. Aber was haben wir denn hier? Höchstgeschwindigkeit. Ja, die können wir vielleicht auch gebrauchen. Was haben wir denn hier? Bis jetzt kam es eigentlich ganz gut klar. Ich würde bis jetzt sagen, Oh, da haben wir aber ganz schön viel. Was haben wir denn hier noch? Ich würde mich für den Dings entscheiden. Tada! Und für das, kleiner Moment, was ist das denn jetzt hier? Ultra selten. Ach, war ich vielleicht ein bisschen zu voreilig. Ich wollte sagen, das war ziemlich oben, was ich hatte.
Da das Drehmoment bei den beiden Dingen. Okay. Oh, wie das Gold. Oh, das haben wir doch gar nicht, noch nie gefunden. Ist ja toll. Irgendwo soll es auch. Kleinen Moment, wir machen mal kurz beim Forschen hin. Waffenpanzerung verbessern. Hilft uns das jetzt gleich? Wie haben wir noch? Bevor ich jetzt alles ausgebe. Ah, aber die Stufe 30, sehr schön. Ich glaube, sollten wir eigentlich einige von Punkten haben. Stufe 40, okay, brauche ich nicht weiter gucken. Wenn das schon bei Stufe 40 ist, dann können wir uns das andere schenken. Was ist das? Achso, da fehlt ein bisschen was. Und noch Stufe 30, Beinschutz. Und da haben wir keine mehr. Ja, ein bisschen was erforscht. Hm. 15 haben wir noch. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so gut war. Gut, gucken wir nochmal beim Entwickeln und sind wir da jetzt eigentlich besser geworden? Da haben wir da jetzt. Das wäre jetzt der Pathfinder-Helm Nummer 2. Achso, das wäre jetzt Nummer 3. Brust, wir sind auch irgendwas. Das wäre jetzt der hier. Okay, das hätten wir uns eigentlich sparen können, hätten wir nicht das M7 zurechtnehmen können. Ach, jetzt habe ich mich wieder. Ach, Mist, müssen wir da extrem wieder forschen. Na gut, auf jeden Fall. Haben wir erstmal unser Fahrzeug verbessert. Und das ist ja auch schon mal was wert. Gut, da wir gleich hier sind. Gerade ein Urlaubsziel. Was ist das? Orte einen Reliktarchitekten. Der, den wir bekämpft haben, ist im Orbit gelandet? Erstaunlich. Krass, das war ein 4. Okay. Ein hoffnungsvoller Spur. Das wird jetzt unsere nächste Mission sein. Mal gucken, wie die so ausgeht. Wir. Was brauchen wir denn eigentlich? Wen nehmen wir mit? Und hier haben wir erstmal noch Klemm. Kann ich hier keine Mods zumachen? Okay, gehen wir mal. Nähern uns der LZ. Können wir nicht überspringen. Dürfen wir uns komplett angucken. Sehr schön. Thank you.
Oh, alles aufgetaucht hinter uns. So, wir sind hier und wir haben hier irgendwo eine Mission, die ich gerade nicht finde. Und da schauen wir kurz auf die Karte und zwar... Oh, was ist das? Verstecktes Lager gefunden. Super. Also doch, da gibt es ein paar. Wo ist denn das? Wir gehen mal kurz hier hin und gucken mal kurz zu den Lager. Einfach mal, da ich das noch nie gesehen habe. Und da das nicht so weit weg ist von unserem... Ja, da wir uns befinden. Das ist hier okay. Hier, zumindest laut meiner Karte. Ja, wir waren schon mal hier, also jetzt mach's nicht so spannend. Okay. Mal kurz schauen, wo das ist. Vor allen Dingen, was sich da drin befindet. Ob sich das lohnt, die Dinge zu suchen oder ob wir die außen vor lassen können. Wir müssten ganz eigentlich in der Nähe sein. Ich stelle Teams zusammen, um aufzuräumen. Ohne den Präfekten sind sie bestimmt völlig desorganisiert. Okay, das hat sich schon mal gelohnt. Nö, kann man mitmachen. Danke für Ihre Arbeit. Ohne Sie hätte ich es nicht geschafft. Gut, wo ist jetzt unsere Mission, die wir haben? Beziehungsweise haben wir die richtig gewählt? Mal kurz schauen, hier gibt es auch noch echt sehr viele Lager. Müssen wir den Hauptstützpunkt vom Widerstand und da soll sich die Mission befinden. Manchmal lädt es ein bisschen lang, das nervt manchmal ein bisschen, aber da sind wir. Ich registriere einen erheblichen Temperatursturz. Die Umgebungstemperatur liegt im normalen Bereich. Hier soll irgendwann noch mal so ein Ding sein. Wo bin ich denn jetzt? Warum bin ich denn immer da am anderen Ende? Lebenserhaltung ist stabil. Was forsche ich jetzt hier? Datenbank? Nein, das nicht. Ansonsten sehe ich gerade echt nichts, wo ich hingucken könnte. Der hat auch nichts zu erzählen. Und vor allen Dingen finde ich auch nicht das Ding. Müssen wir jetzt wieder raus? War das die Mission? Ah, sind wir wieder am... Ah, nein. Mal kurz mal rausgucken. Ich dachte, es ist hier drinnen. Kam ich an? Ich registriere einen erheblichen Temperatursturz. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Temperaturen liegen im Normalbereich, Pathfinder. Mal gucken, wir fahren jetzt mal lang, ob wir da was finden. Tja, sind wir jetzt schon ein bisschen schneller? Ich weiß es gar nicht. Wow! Wieder lang gefahren oder na, da kann ich lang gefahren. Okay, komm, gucken wir mal rein, was uns da oben erwartet. Und auch hier ist die Kiste in der Nähe. Extreme Kälte registriert, Pathfinder. Wir holen uns erstmal die Kiste. Sind bei 100%.
Aber eigentlich hätten wir, glaube ich, da auch anders hingekommen. Komisch, komisch, komisch. Nee, das ist... Und noch höher? Ja, noch höher, weiß nicht, wie ich da hochkomme. Na gut, erzählen wir mal mit dir, ja. Sind Sie der Pathfinder, von dem Ephra gesprochen hat? Ja, bin ich. Wir sind das Team, das mit Ihnen die Einrichtung angreifen soll, um hoffentlich die Moschei zu retten. Ich bin Ihr Pilot. Die Kett-Einrichtung ist auf der anderen Seite des Planeten. Können wir aufbrechen? Okay, können wir. Keine Zeit. Sie können mich im Shuttle über alles informieren. Okay, alle einsteigen. Okay, gut. Ich würde sagen, an der Stelle machen wir eine Pause. Es geht am nächsten Video weiter genau hier und dann starten wir mit der Mission. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dürft natürlich das Ganze gerne kommentieren, abonnieren, ganz viele Däumchen nach oben lassen. Ja, und das nächste Video einschalten. Dicken Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Coachy. Bye.